ein bisschen Schuss für deine Muni, für die Kleine. Aber hier ist nichts. Noch ein Bär. Was sagst du? Was lachst du? Ich hab doch ein bisschen Schuss für deine Muni. So schön. Ach so. Ja, ich hab gerade gesagt. Wirklich. Genau, das hast du gesagt. Das hab ich gar nicht gepeilt. Guten Morgen und willkommen zurück bei Subsistence. Stehen an unserem Lagerfeuer, haben ja zwei Adlerhorste gefunden. Horst? Horstinger? Horste gefunden und haben die Nacht. Kam mir so fremd vor den Worten gerade. So, wo ist da hinten der Horst? Ja, der Horst. Wie der Horst? Der Horst. Ich esse eine Tomate. Ja, wir haben die Nacht hier verbracht, war ein bisschen kalt und dunkel. Und wir haben gewartet. Au, dachte, au, au, au! Adler? Au. Nee. Was denn? Gastja. Menschen? Andere Gastja. Ich komm Humanoide? Zu dir. Nein, du kommst auf, nicht zu mir. Ich komm auf dich zu. Ich hab nicht viel. Schieß. Mini. Schieß. Ja, ich schieße. Oh, hier rennt ein Hase. Scheiße, da ist ein Nackter. Ja, ich muss hinterm Baum. Mach mal. Shit. Kannst du mitschießen? Es sind vier. Warum musstest du die holen? Ich hab die Federn. Ist wer weg? Die kennen auch den Trick mit dem Verstecken hinterm Baum. Drei weg. Angeschossen. Manu, bleib doch stehen, ey. Letzter weg. Diesmal warst du der Held. Ja. Bei mir war es schlecht. Ja. Mit der Waffe kann ich nicht schön. Drei Zahnräder. Noch ein Zahnrad? Ich hab schon sechs. Schön, und ich hab sieben. Oh. Brauchst du noch was zum Verbinden? Nö, ich bin verbunden. Ich lasse jetzt mein Leben hochtickern. Ich nehme jetzt nicht extra ein Medikit. Hast du getrunken? Ich hab einmal getrunken, ja. Okay. Achso, ich hab auch keine Waffe an. Keine Weste an. Waffe. Nimm dir mal noch die letzte Flasche raus und dann lass mal die einfach glimmen. Okay. Ja, dann gucken wir brauchen mal. Essen, wa? Essen und Federn. Na, dann wollen wir uns erst noch was schießen schnell und grillen auf unserem Feuer. Ah, dann lass... Ja, aber das nimmt so viel Zeit weg, wa? Ist aber ja wir gucken halt. Mal, vielleicht finden wir einen Wolf. Hab ich noch Pfeile? 12. Hab ich noch Pfeile? Nein. Ich mach mir mal schnell welche. Ein bisschen Schuss für deine Muni, für die Kleine. Aber hier ist nichts. Noch ein Bär. Was sagst du? Was lachst du? Ich hab doch ein bisschen Schuss für deine Muni. So schön. Ach so. Ja, ich hab gerade gesagt. Wirklich. Genau, das hast du gesagt. Das hab ich gar nicht gepeilt. Gut, dass die Kamera nicht an, weil ich hab erst ganz seltsam geguckt und versucht, das zu verstehen. Dann hab ich gedacht, oh, er hat's ganz falsch schon gesagt. Aber dann... Oh, fuck. Ich dachte, das ist ein Häschen. Ein bisschen größer als ein Häschen. Ich hab'n, aber, ich bin zu nah dran. Hab'n oder du? Nee, ich hab'n. Ich hab'n getroffen, er ist noch bei dir. Gehört. Jetzt ist er bei mir. Tot. Sehr schön. Fläche, Fläche. Komm, eine Leber und ein Fleisch. Wie er pulsiert. Zwei Fleische. Zwei Fleische, wo ist okay, denn komm. Feuer gewesen? Ja, da hinterm Fels. Dann müssen wir euch jetzt leider nochmal antun. Wir müssen was essen. Kupfer nehme ich jetzt nicht mit. Kupfer meinen. Ja, haben wir schon gezeigt, wo das Nestchen war? Ja. Da fliegt er wieder. Hier fliegt er. Über uns. Das Aas, blöde. Okay. Da, siehst du? Nein. Sieht eher aus wie eine olle Taube. Nee, aber wenn er näher kommt und macht und hops. Denn ich koch mal. Ich mach uns ja, mal koch Mitte. Ja, dann könnte ich ja endlich nochmal hochklettern. Aber das wird noch nicht gespawnt sein, oder? Nee, willst du nochmal gucken, aber du kletterst so lahm. Und dann kommt wieder der Adler. Du kletterst auch lahm. Ja, ein aber riesen Schatten hat der. So hoch. Wo war denn das Nest jetzt? Das ist eine berechtigte Frage, aber um der Ecke. Ich will nicht. Hier kommt der Adler. Der tut uns ja nichts. Der kommt. Mir hat er auch was getan. Guck mal, hier ist noch ein anderes.
Wir sind doch zwei. Hör doch mal auf. Aber ich muss erst das Fleisch essen. Ja, ja, mach mal. Du oh. Aber hier war da irgendwo eins. Ja, ja, ich auch. Hier war da irgendwo oben. Ganz weit. Oder spawnen die immer anders? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir das einfach nur gestern nicht gesehen. Ist hier so. Aber ich bin noch ganz weit hochgeklettert. Ja, das ist ein anderes Tier. Das haben wir nur gestern noch nicht gesehen, weil dunkel war. Ja, aber ich bin doch... Nein. Ja, aber wo ist das andere denn? Wo ich weiter rechts irgendwo. Das ist jetzt weg. Nein. Rechts weg jetzt. Überall gucken. Dann latsche ich doch hier nochmal hoch. Ja, kein Problem. Nein, das kleine hol ich. Du musst dein großes wieder suchen. Iss mal das Fleisch. Ja, mag ich. So, das... Nom, nom. Bringt zwar nicht viel, aber... Okay, dann passe ich ein bisschen auf. Ne? Ich hab nur Pfeil und Bogen oder Schrotflinte. Oh, der Gastig, der guckt schon. Der hat schon gerade dich ins Auge gefasst. Nein, der kommt nicht zu mir. Du musst ihn abschießen. Er kann nicht. Ich hab Pfeil und Bogen. Oh, jetzt dreht er engere Kreise. Bestimmt erst, wenn du daran rumfingerst. Hab's. Vielleicht kann man sich die irgendwann mal züchten. Adler? Vielleicht. Adler zuckt. Kannst du denn mitnehmen zum Jagen oder? Kann ich ihm denn einen schönen Ei machen? Kann sein. Ding dong. Bin ich jetzt unten? Kletterst du langsam. Da bin ich wieder. Tata. Es kommt da runter, er stürzt. Zu mir? Zu dir, ja. Das garstige Miststück. Hat mir gebissen wieder. Mit seinem fetten Schnabel. Ich hab schön daneben geschossen. Hab ich gesehen. Da. Wieder daneben geschossen. Warte doch. Der zockt noch. Mann. Ich will ihn jetzt auch töten. Warte ab, bis er die genau mit seinem Schnabel... Nee, der muss mit seinem Schnabel direkt auf dich glotzen. Dann triffst du. Ja. Hat der Fläsche gehabt? Ja. Adlerfläsche. Ja, der ist noch ein bisschen verbackt. Nein, der ist nicht verbackt. Der fliegt gegen Boden bei mir. Ja klar, der ist fertig. Der ist fertig. Nee, der muss erst. Ist wie die Fledermaus, die muss genau vor deinem Kopf sein. Da, jetzt da sitzt oben er sitzt da. Er. Aber mit meiner Waffe geht's nicht. Daneben. Daneben. Nee, getroffen. Ja, aber jetzt hängt er in der Luft. Nee, ich glaube, der ist tot. Ah, dann muss man kicken. Da kommen wir nicht hoch. Doch, mit dem Klettereisen. Ja? Nee, der wackelt. Noch. Warte mal, ich nehme oben meinen Pfeil. Geh mal gucken, ob er tot ist. Nee, der ist noch nicht tot, glaube ich. Der hängt nur. Ich hab mit dem Reflexbogen getroffen. Aber der zappelt ein bisschen. Aber ich kann den ja nicht abbauen. Da muss ich ja die Klettereisen loslassen. Ja? Nee, ich treff den nicht mehr. Ich weiß es nicht. Doch, du kannst da laufen da oben. Du kannst da hochkraufen. Wo ist er denn jetzt hin? Der hängt da oben in der Luft. Ach, da hinten. Ach du Scheiße. Aber der hat noch, glaube ich, 3 von 20 Leben oder so. Der wackelt und fliegt. Der ist jetzt wirklich verbuggt. Oh nee, der hat, ja, der hat noch ein bisschen Leben. Aber ich kann nicht, also ich treffe ihn nicht, wirklich nicht. Der ist echt groß. Hm? Komm mal hier hoch. Nee, ich will nicht. Doch, der hängt in der Luft. Jetzt fliegt kommt er. Jetzt fliegt er los, nein. Na toll, ist er weg. Ein Riesenvieh. Und der war fast tot. Gib mir das. Ja, ist ein bisschen buggy. Noch. Jetzt hinterm Erikön. Da kommt er. Da hängt er schon wieder. Da kommt er. Er kommt hier nicht runter. Geh wieder hoch. Nee, schießen ab. Geht nicht. Schieß. Och, schieß. Nein, ich hab jetzt schon 200 Pfeile da drin. Nein, den treffe ich nicht. Also der ist nicht, der ist eigentlich nicht da. Rutsche ich jetzt hier runter? Nee. Oh doch. Fuck. Okay, dann schieße ich ihn jetzt nochmal tot. Jetzt ist er weg.
Er kommt da das runter, Kullert. Oh, der fliegt weit runter. Oh. Komm hier. Alter, bleib doch liegen. Ich kletter an der Zeit schon mal runter. Oh, der hat auch wieder genau dasselbe. Fleisch und Federn. Also okay. Aber die falschen Federn. Aber ich bin der Meinung, du hattest vorgelesen, dass man dafür mehrere Federsorten braucht. Ich glaube nicht, aber da steht ja drin, die sind nutzlos. In der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob sich das auf komplett nutzlos oder fast nutzlos bezieht. Da muss der Gleiter ja auch mal so aussehen wie Federn. Ich habe mir einen Camo-Gleiter gekauft. So, tschüss. Keinen anderen Skin. Und der andere ist grün. Einfach. Okay, also so wie das für mich aussieht, ist es so, dass die zwar an dem gleichen Felsen spawnen, die komischen Nester, aber nicht immer an der gleichen Stelle. Uff. Wir könnten jetzt ja mal da lang zurückgehen. Also jetzt gehen wir nach Hause. Ja, ich muss erstmal Hände waschen. Ja, wir gehen dann zum Wasser. Aber wir müssten ja an der Felswand lang gehen, um noch mehr Federn zu finden, oder? Ach so. Die Felswand weitergehen, meinst ja. du? Okay. Na, wieder zurück. Naja, so, das ist ja auch nicht zurück. Waschen. Ja, ich muss mir doch die Hände waschen. Ja, aber wenn wir jetzt hier rumgehen, wäre das nicht unbedingt zurück. Na, so wie wir gekommen sind, müssen wir wieder zurück. Ja, aber wenn wir jetzt hier oben an den Fels weitergehen... Nee, ich gehe rückwärts. Um zu gucken, ob da nochmal an anderen Stellen eventuell... Ach so, okay. Also so, dass wir den Fels auf der linken Seite haben. Ja. Okay. Aber vielleicht nicht. Ja, nee, können wir machen. Wir gehen so rum wieder zurück. Mal das gucken. Ist hier weil ich bin der Meinung, das erste Mal, als ich hier das Ding geholt hatte, war es sehr, sehr weit oben. Ja. Ich glaube, es war sogar hier. Da, wo dieser Vorsprung da war, da oben. Und am nächsten Tag war das Nest auf immer woanders. Wir gucken mal. Der Fels wird der gleiche sein, bloß die Position wird anders sein. Und wir haben schon zweimal so ein Vieh getötet. Stimmt. Mag das, wenn der Schnee unter den Füßen knirscht. Ja, stimmt. Hasi? Mhm. Da ist noch ein Hühnchen, warte. Hast du gesehen, ne? Mhm. 1 Million, ich bin Legolas. Kiste. Das hat sich aber nicht nach Kiste angehört, das hat sich eher nach Hals umdrehen angehört. Hab ich auch, dazu. Ihr wart nicht. Nee, also es ist ja schön zu sehen eigentlich, ne, mit diesem... Ast. Jo, eigentlich Vorsprung. Schon. So. Hier war ja vorher unerst, oder? Nee. Drüben auf der anderen Seite. Vom Wasserfall. So, wo waren wir denn eben? In dem eben großen Berg hier. Da, wo der Zaun anfängt, da war ein bisschen buggy, wa? Könnte man ja vielleicht mal bei Code Games weitergeben. Hm. Na, wir müssen wieder nach links weiter, wa? Zu dem großen Fels im Hintergrund. Nee, war das wirklich so weit oben? Ja. Okay. Ja, glaub ja. Sicher? Ja, ich glaube, da hatten wir den ersten Adler getötet. Echt? Das erste Nest war leer.
Nee, den ersten Adler habe ich bei dir getötet, als du da hochgeklettert bist, da unten eben, wo wir waren, neben dem Kleen. Okay. Aber wir können ja trotzdem hier an den Bergen mal zurückgehen. Mal sehen, ob wir noch was entdecken. Ob das so stimmt, dass das immer der gleiche Fels ist, bloß an einer anderen Stelle? Nee, aber hier war das nicht. Das war doch nicht im Schnee. Nee, war nicht. Aber kann ja sein, dass jetzt hier irgendwas ist. Knistert schön. Knirsch. Boah, ich muss ein bisschen meine Ausdauer schonen. Ich hab nichts mehr. Und nichts mehr zu essen. Ich hab zwar drei Hühnchen in der Tasche, aber... Mhm. Ja, sehe ich nix. Nee. Das Aas greift also schön an. Aber wie hast du gesehen, wie viel Leben er hatte? Nee. Hier nix. Rennst hier rum und klotzt die Berge an. Naja, muss man ja heute. Gut, dann müsste das andere war nicht so weit weg von unserer Puma-Base, ne? Nee. Müssten wir ja gleich da sein. Müsste ein bisschen weiter unten gewesen sein. Oh. Okay. Wir sind vielleicht zu hoch lang gegangen. Glaub auch. Hier kommen wir nicht runter. Könnte eng werden, ja. Mit Gleiter würde es gehen. Ja, aber den haben wir doch noch leider nicht. Ich glaube, ich gehe mal hier zurück. Das macht mir ein bisschen Angst, die Höhe. So, ja, jetzt bin ich wieder auf einer normalen Ebene. Hauptsache, hier kommt nicht der Puma jetzt. Jetzt bin ich schon wieder weit oben. Da. Nee, das ist noch gleich. Ja? Das Nest. Ja. Okay. Aber scheiße, das ist der Puma. Zumindest. Ist schon zu weit. Ja, ich muss wieder hoch. Geh ruhig. Ich glaube, das ist... Kannst du mal gucken, zu mir kommen? Ich denke, das ist noch an der gleichen Stelle. Ich sehe hier auch nicht Kreise. Das ist bestimmt ein verlassenes Nest. Ich kraxel da mal hoch. Kraxel. Bist du auf dem Weg zu mir? Ich stehe vor dir, die ganze Zeit schon. Ach so, weil du sagtest, das ist ein Puma. Ich dachte, du kümmerst dich gerade um den. Ja, bestimmt. Naja, ab zur Base und dann... War viel zu weit weg von der Base. Hat Angst. Möchte nicht. Siehst du irgendwas fliegen? Nein, hier ist ruhig. Nee, hier ist nichts. Drei makellose. Jetzt haben wir jeder 6. Ich glaube, das reicht auch. Na, Kristalle brauchen wir noch. Sollen wir mal gucken, wie viel. Ich glaube, keine Kristalle. Nee? Nee. Das ist Endgame-Stuff. Ich glaube nicht, dass das ohne Kristalle geht. Wozu sollen Gleiter Kristalle haben? Der hat Holz und Federn. Mehr kriegt er nicht. Okay, dann botten wir mal nach Hause. Gucken mal, was uns das hier gebracht hat. Zack, hier, ich bin Freddy Messer. Wie heißt er? So ähnlich. Mhm. Oh. Ach, das geht. Wenn ich ja, aber hier war irgendwo der Puma. Echt? Mhm. Dann nehmen wir den noch mit? Nein. Sehne ist Sehne. Nee. Doch. Da, rechts ist er.
Kumpel! Nein! Da ist er. Give it to me, Pumalein. Nein, ich kann nicht. Ich hab nicht genug. Ab zur Base rennen. Nee, der rennt ja hinter mir. Dann. Ich renn zur Base und dann... Ich hab noch 5 Schrotis. Und ein Wolf ist unter da. Super. Da hab ich ja gleich alles an Bord. Ja, und gleich dreht er um, wenn du da hochspringst und kommt mir entgegen. Ich hab bitte neu gewusst. Der Wolf? Ach, der ist doch nicht fixiert auf dich. Deshalb knurrt er ja auch. Geh weg, bitte. Geh weg. Ja, mach ich. Angst. Hier, guck mal den Puma nochmal. Oh, Gänsehaut. Dann gehen wir mal nach Hause, weil es ja, schon wieder Abend. Ja, unbedingt. Ich will meine Taschen ausladen. Was? Ach, geh doch weg, Wolflein. Mach ihn tot einfach. Nein, ich kann nicht. Nee? Sag mir, wo der Puma hin ist. Weiß ich nicht. Ich hab Augen zugemacht. Körn, geh du mal in der Base ran. Bin ich. Wird nie raussehen. Der quiekt ein bisschen. Oh, ich hab ihn nicht getroffen. Oh, weil ja, jetzt kommen sie alle. Du bist gleich tot. Meine schönen Federn. Du kriegst keinen Gleiter. Meine Ausdauer ist gleich im Arsch. Das stimmt. Wer ist denn Puma? Puh. Willst du den Zapplehen-Hund ernten? Wir müssen jetzt auch nach Hause. Ich hab null Ausdauer mehr. Ach komm, wir braten uns schnell hier in Stroh. Ja, wir braten. Wir waschen. Oh, kein Holz mehr. Kein Anzünder. Hast du einen Anzünder? Ich hab noch einen Anzünder. Ja, reicht ja, wenn wir eins anmachen. Ich hab bloß 3. Und du hast dann noch ein bisschen Fleisch. Aber wenigstens so, dass wir die Ausdauer haben und vernünftig nach Hause kommen. Ja, ich kann auch noch braten. Ja, braten wir wieder einen Storch. So, heil. Ausdauer habe ich immer. Meine Ausdauer geht nie runter. Na doch, wenn du, ich bin bei Fleisch im Roten und bei Veggie kurz vorm Roten. Und trinken kann ich aber noch. Ich muss waschen. Hast du eine leere? Du hast doch eine Flasche dabei, oder? Leere, ja. Gib her, ich hol Wasser, also Schnee. Also eine. Darf ich auch gelben Schnee mitbringen? Mach doch. Koch ich mir doch ab. Da steht bestimmt mein Name irgendwo im Schnee. Eklig. Das ist kein gelben Schnee, auch nicht, wenn dein Name drin steht. Rette mal dein Fleisch vom Verkokeln. Ja, mampf ruhig. Ich nehm dein Fleisch. Na. Du hast schon gegessen oder du hast schon... Ich hab schon gegessen. Und hast du das roh gegessen wieder? Nee, ich hab's schon gebraten. Du machst immer alles roh. Hier war noch eine Kiste. Hier ist mal das erstmal hier. Was du fast verkokelt hast. Eins. Oh, den Rest kannst du auch essen. Okay. Dann ab nach Hause. Den Gleiter baut man den auch an der Werkbank? Ja. Okay. Aber trotzdem nur ein Stoff. Wa? Ich habe mir zwar einen Verband zwischendurch hergestellt, aber dann waren halt auch nur 3 Stoff. Das ist doof. Ja, ich schmeiß hier mal noch ein bisschen. Verband habe ich noch. Zeug raus. Nimm. Ja, gleich. Hast du eine Leber? Ja. Warte mal kurz, was brauche ich denn für so ein Vergiftungsdrink? Ah ne, er wollte da einen grünen. Ah ne, Galgen. Geh mal aus meinem Essen raus. Ich hab mir nur die Hände gewaschen. Dann nimm mal deine leere Flasche wieder mit. Nein. So, meinetwegen. Oh, das hat nicht Fieber. Oh, das frisst ganz schnell. Ja, Heidelbeeren, die gehen schnell. Okay. Was siehst du? Wie viel Sehnen hast du denn bekommen bei dem?
süßen Kätzchen? 4. Oh, schade. Waren 3er, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. So, na gut, dann machen wir hier Schluss für heute und bauen den Gleiter gleich in der nächsten Folge. Hoffen wir, also wenn wir alle dafür da haben natürlich. Wenn nicht, gehen wir offcam ein bisschen den Rest zusammensammeln, was auch immer uns hier fehlt hat. Und dann sehen wir uns zum Gleiterbauen und Testflug in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao.